10 Arten von PUBG-Spielern. Der Autofahrer. Oh, ist das hügelig hier. Ich muss echt aufpassen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Stein oder so. Ich glaube, das war nicht richtig. Der Apotheker. Oh, hier liegen Verbände. Oh, noch mehr Verbände. Da liegt ein Schmerzmittel. Oh, super, noch ein Schmerzmittel. Hey, unten Erste-Hilfe-Kasten. Schon wieder Verbände. Ich glaube, ich bin voll genug, um eine Apotheke zu eröffnen. Der Camper. Später. Ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Der, der alles aufs Spiel schiebt. Oh weh, ich finde jetzt in dem Hotel nichts Gescheites, ne? Nix. Wow, und dann nur eine Shotgun, ey. Danke, klasse Spiel. Hä? Ich habe ihn viel besser getroffen. Also ein scheiß Spiel, ey. Ehrlich. Der assige Teammate. Ja, da geht übrigens schon ein Team hin, ne? Egal, ich flieg zu einem anderen Ort hin. Ja, hä? Kannst du dich mit denen schlagen. Ja, toll. Hä, warum lässt du mich jetzt allein mit den beiden? Super, danke. Mann, weil ich das nicht schaff. Ja, Mann, ey, du bist so gut im PUBG und du hilfst mir nicht. Danke. Oh, Daniel, ich bin am Boden. Danke, dass du mir geholfen hast. Ey, super. Danke. Ich höre von irgendwo ein Fahrzeug. Ah. Daniel, spinnst du? Warum? Hä? Hä, bis zum Schluss? Daniel, spinnst du? Der Tryharder. Oh, ich schwöre, wenn ich jetzt keine 30 Kills mache, ne, und Chicken in der Hole, dann ist hier aber Polen offen, ey. Hier liegt auch wieder nix rum, weißt du, ey? Gar keine Waffe. Da will man mal eine richtig geile Runde machen und dann hast du wieder nix, ey. Gar keine Waffe. So kann das auch wieder nix werden, ey. Ja, danke schön. Ach ja, weißt du, überall stehen sie. Dieses beschissene Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Der Ruiner. Aus Powergrid gehen, hier gibt's so zwei Reihen. Ja, aber hier neben gibt's auch noch zwei Ruinen. Es ist mir ein bisschen ruhiger, ehrlich gesagt, für den Anfang. Ja, da geht aber, glaube ich, auch schon einer hin. Ja, egal. Ruinen sind mir immer sicherer am Anfang. Wollen wir mal nach Pesado hier unten rein? Mal ein bisschen riskieren? Ja, nee, das ist zu weit. Unter uns sind Ruinen. Schnell runter. Okay. Ja, ich bin auch nicht auf der Ruine. Ja, hier sind schon 10 Teams. Super, war eine super Idee, wieder in die Ruine zu gehen, ey. Junge, hör auf, die Scheiße. Oh, toll. Ich bin ausgenockt. Danke dafür. Und ich bin tot. Ach, WTF, Mann, ey, so ein Scheißdreck. Ja, wärst du mal zur Ruine gekommen. Der Angsthase. Oh je, also vorsichtig, nicht am Dach kratzen. Nicht, dass ich mir an dem Welldach noch wehtue. Wo kommt das denn jetzt her? Oh Gott, hier wird geschossen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wo kam der denn jetzt her? Der Noob. Erste-Hilfe-Kasten nehmen? Nee, davon habe ich doch genug zu Hause. Warum soll ich die denn jetzt alle mitnehmen? Ein Energy-Drink? Nee, hat mir mein Arzt verboten. Wie sagt man immer so schön, je kleiner die Waffe, desto größer der Schaden. Seit wann blüht das denn hier? Ich dachte, die gibt's nur im Winter. Ich frage mich, was passiert, wenn ich auf den Knopf hier drücke. Da passiert ja gar nichts. Der Fallschirmspringer. Ach, scheiße, viel zu früh, ey. Ah, nicht schon wieder. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Endlich. Nie wieder. Das soll es also gewesen sein von meinem Video 10 Arten von PUBG-Spielern. Es gibt sicherlich noch mehr Spieler, es gibt auch ein paar andere Arten von Spielern. Wenn ihr noch eine Art vermisst habt, schreibt ihr mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr euch wiedererkannt, schreibt das auch mal unten rein. Abgesehen von meinen schauspielerischen Kenntnissen danke ich auch dem Daniel dafür, also dem House of Poops, dass er mir bei zwei Szenen geholfen hat. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo und schaltet die Glocke ein, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.